Hallihallöchen Leute, willkommen zurück bei Warframe, wo mittlerweile der Void-Händler mit Weihnachtsangeboten da ist. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen skeptisch, aber erst da, wir gucken es uns an. Da steht der Gute. Und das ist das, was er im Angebot hat. Während er hier gerade redet. Und zwar die weitere Edo-Prisma-Teile. Was ganz interessant ist. Und ein aus nächster Nähe. Extra Schaden für Schrot. Sehr cool, gerade da ich zuletzt den Erweckerhack und der Sanctity-Tiger scoutet. Das auf jeden Fall ist für jeden ein Pflichtkauf. Und auch nicht allzu teuer. Der Rest ist so, naja, ich werde sie mir holen, weil sammeln. Aber wenn wir mal ehrlich sind, also die Dinger hier lohnen sich. Die sehen ja wenigstens noch ganz nett aus. Wenn wir uns das hier angucken, sind das diese zwei kleinen Zipfel da. Ich kaufe das aus reinen Sammlergründen. Richtig gut ist das aber, glaube ich, nicht. Also wirklich für irgendwas. Wichtig, dass er ist diesmal auf Saturn. Und während wir hier sind, können wir direkt weitermachen für die Quest. Denn ich habe mittlerweile drei Wüstensoldaten gesammelt und wir sollen wieder mit dem guten Sephor und irgendwas, Simaris. Ja, ich glaube, Simaris heißt da, reden. Können wir das noch einmal hier gucken. Man kann, habe ich erfahren, von dem hier auch eine Quest bekommen. Die habe ich mir jetzt auch abgeholt. Ja, das lohnt sich nicht. Die werden wir dann bei Zeit nochmal machen können. Ja, erstmal schauen, was Sephor und Simaris jetzt möchte. You found something my sentinels missed in that prison. You will make an excellent hunter. I will decipher as we agreed. It is a Tenno origin, with an anomaly from before. I thank you, Tenno. You found something my sentinels missed in that prison. Es muss synthesiert werden, es gehört you will make an excellent hunter. Und wie wiederholt sich die Audiospur? Ist anhand seiner logischen Eigenschaften erstellt. Oh, sie auch. Wird er erleuchtet werden. Aha. Okay, dann haben wir jetzt eine Blaupause von irgendwas von ihm bekommen. Interessant. Interessant. Dann gehen wir mal zurück zum Schiff. Ich will mal kurz sehen, was genau da steht. Baue Chroma-Chassis. Aha, das geht also jetzt tatsächlich die Quest um Chroma. Cool. Dann schauen wir doch mal. What is this? An antique series 2 Cephalon? All I found were degraded beyond repair. Frost-Chassis. Habe ich, glaube ich, nicht mehr. Could be of great use in my sanctuary. Nee, sehe ich da nicht. Dann müssen wir die also farmen. Das heißt, wir werden da mal ein kleines bisschen umrüsten. Wir werden auf Rhino umsteigen. Packen hier noch eine Waffe rein, habe ich festgestellt, weil sonst levelt der irgendwie in letzter Zeit nicht vernünftig. Und wir können mal direkt hier die weiteren neuen Verziehungsdinge anlegen, die neuen Edo-Platten. Diese, da sehen die tatsächlich auch richtig cool aus mit diesem Prisma-Effekt drauf. Bei den Schulterplatten fehlt der ja irgendwie. Wenn ich hier. Die machen halt diesen Effekt nicht her. Und das Brustsiegel Edo ist. Sind nur zwei so kleine Zipfel, die packen wir halt aus Prinzip auch dran. Aber. Macht halt irgendwie nicht allzu viel her. Außerdem finde ich, dass Rhino so richtig cool aussieht. Wir werden aber mal das hier austauschen, tatsächlich. Gegen etwas Helles, was besser zu dem Rest seiner aufgehellten Sachen passt. Auch wenn die Mouse halt sei, die Platten oben sehen halt irgendwie echt ein bisschen sehr fake aus. Ah, oh, okay. Jetzt muss ich mal kurz in die Wiki schauen, wo es Frost gab. Weil sowas weiß ich leider nicht mehr auswendig. Und das ist ewig her. Ich weiß, dass ich unter anderem nochmal ein Ember-Teil brauchen werde und auch ein paar andere. Dann krieg ich Krell. Extra Zasada Krell, der war so nervig. Vielleicht, wir werden ihn jetzt auf jeden Fall einmal machen. Vielleicht habe ich Glück. Ich habe Ceres mit abgeschlossen. Theoretisch gesehen könnte ich die Albtraummission gerade machen, weil ich da. Sabotage ist ziemlich gut machbar. Aber ich habe, glaube ich, mittlerweile alle wichtigen Sachen aus Albtraummission.
Ich muss gerade nur schauen, wo zur Hölle da steckt der sich hinter. Normale Mission Attentat möchten wir gerne. Weil von Ferret, der da ist, kriegen wir leider keine Frostteile, sondern immer nur die Nyx-Teile. Und Nyx habe ich aber, jetzt brauche ich nur noch Nyx Prime, hilft so nicht. Können wir ein bisschen lustige Bremsanimationen machen. So. Ich habe auch... Cool, ein potenzielles Ziel werden wir auf jeden Fall versuchen, irgendwo mitzunehmen. Wahrscheinlich wird es aber so aussehen, dass wir erst... Wir können jetzt schon mal die Haut packen. Ich habe ein bisschen an... Diese Dinger sind die Ziele, die wir auf jeden Fall suchen. Wenn die nicht schnell wegstellen, muss ich da aufpassen. Was wollte ich sagen? Ich habe Rhino noch ein bisschen umgebaut, sodass ich tatsächlich weniger auf Dauer gehe, aber dafür mehr Rüstungswert. Was uns halt noch ein Stück stärker macht. Ja. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wo das Ziel ist. Aber irgendwann werden wir sicherlich wieder Markierungen finden. Ja, ich kann auch noch scannen, das habe ich noch nicht. Nein, ich wollte keinen Rückguck machen. Ich wollte die hier wegflambieren. Weil ich es kann. Und dann mal mein Schild wieder anhauen. Damit der hochgeht. Moment, der hat mir gesagt, das Ziel ist in diese Richtung. Ja, dann gehen wir noch erstmal das Ziel suchen und dann Lech Krell. Und wie soll ich da rankommen, du Nase? Kann man hier einfach die Wand halt durch? Das sieht nicht so aus, wir fallen gerade runter. Und oben kann ich auch nicht hin. Das ist irgendwo ganz da hinten. Super, wie soll ich denn da langkommen? Hier geht es doch ganz offensichtlich nicht durch. Nicht sein, dass es hier irgendwo einen Alternativweg gibt. Sieht aber nicht so aus. Dann gehen wir erstmal zum Ziel, weil ich vermute, dass wir da vom Ziel aus irgendwo weiter hinkommen. Dass das irgendwo da hinten weiter rum ist. Aber wir haben ihn jetzt ja auf der Karte schon mal markiert und ich glaube, er kann uns nicht komplett entkommen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Naja, aber scheinbar, nee, irgendwie erreichen wir den darüber nicht. Und ich glaube, der wird nicht hinterher teleportiert. Da haben wir nicht Grill. Er hat ja mal seinen lästigen, er muss so angegriffen werden, dass er genau das macht. Und wenn er da rauskommt, können wir ihm hinten auf das Ding drauf schießen. Was mit der Sonico an sich, denke ich mal, recht gut gehen sollte. Die Rüstung sieht mittlerweile so cool aus, das ist so gut, dass sie das umgebaut haben. Ja, angreifen bitte. Das sind wir auch wieder auf andere Schießen, damit wir uns in Ruhe lassen. So, ich hoffe mal, wir treffen die Teile hinten jetzt auch. Und währenddessen auch einmal den hier machen, weil damit tun wir ihm nicht weh. Wir können ihn, glaube ich, nicht hochheben. Aber können... Ah, wahrscheinlich geht das andere Ding, wo der Gegner war übrigens wohl erst, wenn wir rausgehen müssen. Jetzt meine Hoffnung. Spionageziel, Syntheseziel. Aber der hat sich wieder. Ich weiß nicht, ob wir die Dinger hinten jetzt getroffen haben. Und ich weiß auch nicht mehr aus dem Kopf, wie viele man insgesamt braucht. Aber schießt mal ruhig ein bisschen auf mich, dann treiben sie nur die Haut nach oben. Machen sie immer deutlich stärker. Ja, jetzt schauen wir die Chance. Also, jetzt schon wieder nicht mehr. Aber dann müsste das jetzt eigentlich gleich losgehen, dass wir ihm Schaden machen können. Genau, und dann können wir ihn einfach nur nicht wegfarbieren. Das ist also mehr ein Geduldsding als tatsächlich schwierig. Und dann haben wir den Upgrade-Kriegen von ihm noch einen Mod, der jetzt nicht wirklich weltbewegend wichtig ist. Aber ich glaube, dann können wir nämlich jetzt, wenn wir hier richtig springen,
zu dem Ziel kommen. Was wir natürlich wollen, weil dann kann ich das halt so die Dingsbums hier schon. Und das ist halt erst jetzt die Tür hier offen gewesen. Du weißt mich ja noch an, das ist cool. Dann rufe ich jetzt in die Falle. Zur Sicherheit, damit ich dich ohne Probleme. Und jetzt bist du auf die lustige Idee gekommen, halt aber aufzuhören. Dann machen wir das aber nochmal. So, und dann haben wir den nämlich. Dann kriege ich mal wieder mehr Punkte. Denn da habe ich bisher eigentlich immer viel zu wenig von eingesammelt. Viel lustig zu machen? Nein, aber ich habe noch welche. Gut. Und auf, wir müssen ja nur noch zum Ausgang kommen. Das ist ja nicht mehr allzu weit. Chassis. Ja, Booyaka. Genau das Richtige. Jetzt ist natürlich das Problem, ich muss es dann jetzt erstmal bauen, was natürlich ein bisschen unpraktisch ist, weil das habe ich noch nicht. Mein Death Cube kriegt irgendwie komischerweise kaum XP ab, was ein bisschen nervt, weil ich vielleicht echt gerne abgeschlossen bekomme. Ich hatte gehofft, dass wenn ich die Waffe auf ihn drauf habe, er damit ein bisschen Schaden macht und irgendwie ihn damit levelt, aber irgendwie tut er das nicht. Und ich würde den schon gerne auf 30 bekommen. Ich habe Post. Wahrscheinlich vom Stalker, genau. Ich habe mich gerade kurz vorher beim letzten Wüstensoldaten eigenhändig einen Stalker gekillt, was ein Haufen Arbeit war. Weil meine Waffen, die vom Effekt her nicht wirklich gut zusammengepasst haben. Der Helm sieht echt geil aus. Ich glaube, den baue ich mir schon mal. Aber eigentlich suchen wir gerade nach Frostteilen. Das ist Equinox, nicht Frost. Aber die ist bald fertig. Yay, da haben wir es. Werde ich garantiert nicht beschleunigen, dass mir das Platin nicht wert. Deswegen müssen wir jetzt, wobei ich habe noch zwei Waffen fertig, die wir einsammeln können. Das sehe ich gerade. Nur genau, mächtige Phantome sind durch. Und Zestra. Die beiden Beschleuniger und Reaktor kamen aus einem Alert, der kam, wo man beides bekommen konnte. Ansonsten, ja, ist das momentan noch weiter in Arbeit. Ich werde zusehen, dass, wenn ich das dann teilgebaut habe, dann werden wir wahrscheinlich das nächste erfahren müssen. Da sehen wir uns dann wieder. Bis dann, Leute. Macht's gut.